Hallo Schildkröten. Ich komme heute mit einem Tag zu euch, der sich mit dem Sub, also dem Stapel ungelesener Bücher beschäftigt. Getaggt wurde ich dazu von Jana und vielen Dank dafür. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ursprünglich ist das der Beziehungs-Sub-Tag. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, dass diese Beziehungsbezüge, die zu den sehr, sehr interessanten Subfragen dazu gepackt wurden, ergeben für mich nicht so richtig Sinn und manche fand ich auch relativ unlogisch. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal weg und bei mir ist es jetzt nur ein Subtag, der, wie ich finde, sehr schöne Fragen hat und ich hoffe, es ist spannend für euch. Fun Fact: Ich habe den ganzen Tag gerade schon mal gedreht und dann festgestellt, dass mein Mikro keinen Ton aufgenommen hat. Warum auch immer. Ich habe es jetzt mehrmals getestet. Eigentlich nimmt es Ton auf. Ich hoffe, es nimmt auch jetzt Ton auf. Struggles eines Booktubers. Ich hasse es. Naja, vielleicht schaffe ich es jetzt, mich ein bisschen kürzer zu fassen. Habe ich jetzt schon mal wieder nicht geschafft, weil schon wieder so viel rumgelabert. So, gucken wir uns also die Fragen an. Frage Nummer 1 ist: Welches ist das älteste und das neueste Buch auf deinem Sub nach dem Datum, an dem du es gekauft hast? Das finde ich ein bisschen schwierig. Also das neueste ist gar nicht so schwer, weil das habe ich mir heute erst gekauft. Und zwar ist das Denise Ode Streulicht. Ein Roman. Und ein Roman von der Longlist des Deutschen Buchpreises, habe ich euch ja schon gezeigt, dass mich das sehr, sehr interessiert. Und das ist das Neueste und ich freue mich sehr darauf, es zu lesen, auch wenn erstmal noch zwei Bücher von meinem Sub davor stehen. Ein bisschen knallhart muss man sein. Aber ich freue mich schon sehr, im September anzufangen mit den Longlist-Büchern, die ich mir vorgenommen habe. Und es geht hier drin um eine junge Frau, die in einem Arbeiterviertel, so habe ich es verstanden, aufwächst. Und dann geht es um die Klassenunterschiede und wie das ist, so aufzuwachsen und ja, was sie vielleicht auch zu anderen unterscheidet oder einfach über ihr Leben. Und das klingt sehr, sehr gut. Und das älteste Buch auf meinem Sub ist, also eines der ältesten, ich glaube, ich weiß nicht, ob es das älteste ist, aber ist dieses Buch hier, Berlin-Alexanderplatz von Alfred Döblin. Das ist kein Buch, was ich mir selber gekauft habe, sondern das ist ein Buch, was ich von meinem Vater geerbt habe. Da stehen hier mehrere, gerade Klassiker. Und ja, das steht schon sehr lange auf meiner Liste. Und ich habe ja vor kurzem erst die neueste Filmadaption dazu gesehen. Sehr zu empfehlen. Harter Tobak, 3 Stunden. Also keine leichte Kost, kein Wohlfühlfilm, aber sehr, sehr gut. Ein großes Gesamtkunstwerk, wie ich finde. Es gibt gespaltene Meinungen dazu. Und es hat mir sehr gut gefallen und mir große Lust gemacht, das Buch zu lesen, auch wenn das Buch, also wenn der Film sehr, sehr modern ist und nur angelehnt an das Buch, so wie ich es verstanden habe. Aber ja, und das Buch ist, wir gucken jetzt nochmal nach, von 1967. Also schon ein bisschen älter. Es ist älter als ich. Dann die zweite Frage ist: Welches ist das Buch, auf das du am wenigsten Lust hast, es zu lesen? Und welches Buch würdest du gerne sofort beginnen? Bei mir ist das so bei meinem Sub, ich habe keine Bücher darauf, die ich absolut nicht lesen will, weil die habe ich wirklich aussortiert. Es ist natürlich immer so ein Lustding, also worauf habe ich gerade Lust? Und im Moment habe ich tatsächlich am wenigsten Lust auf Wicked von Gregory Maguire, ein Buch, das ich euch ja auch schon so oft gezeigt habe, das schon angefangen ist. Aber ich müsste es halt nochmal von vorne lesen und irgendwie habe ich jetzt gerade keine Lust auf Fantasy. Ich glaube, das kommt im Herbst wieder. Also ich glaube, es hat gute Chancen, so ab Oktober oder so, dass ich da nochmal zugreife und es einfach nochmal von vorne anfange. Die Wicked-Geschichte, falls ihr Zauberer von Oz kennt, es geht hier um Glinda, The Good Witch, The White Witch, I don't know, und Elphaba, The Wicked Witch of the West. Und ja, es geht um die beiden und wie sie auf so eine Art Zauberinternat kommen, wie sie sich da kennenlernen, wie sich die Freundschaft entwickelt und genau. Einfach so ein bisschen Vorgeschichte zu den Hexen aus der Zauberer von Oz. Ich liebe das Musical sehr. Das Buch ist sehr viel dunkler als das Musical. Dunkler? Darker. Also, ja, ihr wisst, was ich meine. Sehr gut auf jeden Fall. Und das Buch, auf das ich gerade am meisten Lust habe, und es ist Gott sei Dank ein Gedichtband, deswegen kann ich es nebenbei lesen, ist Wildnis von Daniela Danz. Eine Autorin, die bald hier im Oktober nämlich in der Nähe lesen wird. Und das ist ihr neuester Gedichtband. Und ehrlich gesagt, das ist eine totale Entdeckung. Ich habe gestern angefangen, darin zu lesen. Diese Texte sind so bildhaft, so eindringlich, so großartig komponiert. Ich glaube, ich werde großer, großer Fan. Ich habe auch noch 2 andere Gedichtbände von ihr mir gekauft und einen ihrer Romane. Und
ich freue mich einfach wahnsinnig, da richtig tief einzusteigen. Und das sind auch nicht so Gedichte, die liest man so und denkt so, ah, schön, sondern das sind so Gedichte, wo man so richtig einsteigt. Und dann muss man es so wirken lassen. Und das ist so, ah, ich liebe das. Wenn Lyrik so ist, so muss das sein. Da erzähle ich euch dann auch nochmal extra was davon. Ganz bestimmt. So, dann haben wir Frage 3. Welches bereits gelesene Buch hättest du am liebsten wieder auf deinem Sub, um es nochmal lesen zu können? Da gibt es eine Menge Bücher. Also am liebsten würde ich all meine Bücher nochmal lesen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Als ich jünger war, habe ich wahrscheinlich einfach noch nicht so viele Bücher gekauft. Und da habe ich sehr oft Bücher nochmal gelesen. Also meine Holbein-Bücher zum Beispiel, die habe ich ja zum Teil 3-mal gelesen. Und auch Cornelia Funke und Harry Potter habe ich ja auch schon oft gelesen. Also so diese jüngeren Sachen, ein paar Fontane-Sachen habe ich auch schon doppelt gelesen. Schüler Goethe, naja. Aber heute schaffe ich das immer kaum noch, weil ich dann sage, ich muss ja meinen Sub arbeiten. Was aber im Buch ist, wo ist es denn jetzt? Da. Was ich unbedingt nochmal lesen will, eigentlich alle von ihm, ist Kehlmanns Ruhm. Das ist das erste Buch, was ich von Daniel Kehlmann gelesen habe. Es ist quasi ein Erzählband, aber die Erzählungen fließen alle so miteinander über und miteinander, sie fließen ineinander und haben alle dann irgendwie doch miteinander was zu tun. Und das ist ein Buch, was mich unglaublich umgewuppt hat und mich würde interessieren, ob es mich heute immer noch so umwuppen würde. Und ja, deswegen würde ich es gerne nochmal lesen und vielleicht mache ich das einfach auch bald. Es ist ja gar nicht so dick und vielleicht passt der Herr Kehlmann irgendwo nochmal dazwischen. Für Kehlmann sollte eigentlich immer Platz sein, finde ich. So, dann Frage Nummer 4. Hast du ein Buch auf deinem Sub von einem Genre oder einem Autoren, einer Autorin, der die dich schon mal enttäuscht hat? Ja, Juli C. Unter Leuten liegt noch auf meinem Sub, ist auch schon angefangen, war aber in dem Moment nicht das richtige Buch für mich und deswegen muss ich auch nochmal anfangen oder einfach weiterlesen. Juli C., ihr wisst, es ist ein Auf und Ab. Ich war sehr enttäuscht von Adler und Engel, das fand ich ganz, ganz furchtbar. Spieltrieb fand ich in Ordnung und naja, so geht es immer hin und her. Unter Leuten soll ja sehr, sehr gut sein und ja, ich hoffe, dem ist so und ich freue mich auch schon darauf, wenn ich Lust habe darauf, dass ich es dann lesen werde. Dann kommen wir zu Frage Nummer 5, die danach fragt. Hast du eine Reihe auf deinem Sub, von der du mindestens 2 Bände da hast? Ich glaube, gemeint ist in dem Fall eine Reihe, von der 2 Bände auf meinem Sub liegen. Das habe ich aber nicht. Ich habe zwar ein paar Reihen angefangen, aber davon ist immer nur der letzte quasi auf meinem Sub. Also ich habe dann immer nur einen, der, naja, ist egal. Also Beispiel Ferrante-Reihe, Neapel-Reihe von Elena Ferrante. Da habe ich die ersten beiden Bände gelesen. Das ist der 3. Band, die Geschichte der getrennten Wege. Der ist auf meinem Sub. Ich weiß auch gar nicht, warum der schon so lange bei mir im Regal steht, weil die ersten beiden Teile mochte ich richtig, richtig gern. Und ja, ich habe total Lust auf den, aber irgendwie hat er immer noch nicht so... Wäre jetzt eigentlich gut für den Sommer gewesen, so. Elena Ferrante kann man gut im Sommer lesen. Naja, wie dem auch sei. So, dann haben wir... Frage Nummer 6. Welches Buch hast du aufgrund der Empfehlung eines Freundes, einer Freundin bzw. Booktubers, Bookstagram-Accounts gekauft? Und in dem Fall sind das 2 Bücher, die ich auf Booktube-Kanälen gesehen habe. Das ist einmal Alexander Pushkin, Peak Dame. Das habe ich euch schon mal gezeigt. Das hat Buchgeschichten vorgestellt und sehr geschwärmt davon. Und ich bin vorher schon drumherum geschlichen, weil ich einfach das Cover so schön finde und die Illustration auch. Und dann hat sie das so gelobt und dann habe ich gedacht, gut, das ist Pushkin, das ist ein Klassiker. Das klingt interessant. Kaufst du dir? Ich habe es jetzt auch vor kurzem verschenkt an einen Freund zum Geburtstag. Der hat sich auch sehr gefreut und ich finde es weiterhin sehr, sehr schön und freue mich schon sehr darauf, es zu lesen. Und das andere, ich habe jetzt mal 2, ist Christa Wolf. Cassandra, ein Buch, das schon sehr, sehr, sehr lange auf meiner Liste stand, aber ich hatte es tatsächlich nicht hier. Und Max von Kain und Abel hat eine unglaublich schöne Besprechung auf YouTube hochgeladen. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt aber. Und deswegen soll es ganz, ganz bald auch gelesen werden. Dann die Frage Nummer 7. Hast du ein Buch, das du hauptsächlich wegen des Covers gekauft hast und nicht weißt, ob es gut ist oder nicht? Ich meine, das Ding ist ja mit Büchern, wenn ich sie noch nicht gelesen habe, weiß ich nie, ob sie gut sind oder nicht. Ob das nun andere sagen oder nicht, mir kann es ja trotzdem gefallen oder nicht gefallen. Also trotz der Meinung der anderen. Und ich kaufe nicht mehr nach Cover. Natürlich sind Cover etwas, was mich auch anzieht oder abschreckt. Aber es ist schon so, dass ich eher nach Inhalt kaufe. Was ich aber eher wegen des Titels als wegen des Covers gekauft habe, ist das Neinhorn von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn. Das ist ein Bilderbuch und es klingt einfach unglaublich lustig. Ich habe es immer noch nicht gelesen, obwohl es ja relativ dünn ist. Vielleicht mache ich das irgendwie gleich mal.
Und das Cover ist natürlich auch total schön, sehr einhornig, regenbogenfarbig, dieses lustige, grimmige Einhorn da. Und es geht um ein Einhorn, was immer Nein sagt und dann verschiedene Tiere trifft, die auch so ihre Macken haben. Und ja, ich freue mich auch schon sehr darauf, es zu lesen. Und es ist einfach wunderschön. Also das möchte man eigentlich mit dem Cover schon auch nach vorne ins Regal stellen, weil es irgendwie so ein gute Laune-Ding ist. Immer wenn ich das angucke, bekomme ich gute Laune. Dann Frage Nummer 8. Gibt es ein Buch, das du auf deinem Sub hast, das du dir gekauft hast, obwohl du viele negative Rezensionen gelesen hast? Nicht wirklich, aber worüber ich verschiedene Stimmen, also tatsächlich negative und sehr positive, beides sehr extrem gelesen habe, ist Allegro Pastel von Leif Rand. Das habe ich mir jetzt gerade im Urlaub, ich war in Quedlinburg für ein paar Tage, habe ich es mir gekauft im Buchladen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Es geht darin ja um ein Hipster-Pärchen, irgendwie Lifestyle-Leben, keine Ahnung. Also mir sehr fremd. Das mag ich aber immer, so fremde Welten. Wenn es gut geschrieben ist, kann das sehr interessant sein. Und ja, steht auf der Longlist. Es ist ein sehr gehyptes Buch. Und ich habe immer gesagt, wenn es auf die Longlist kommt, dann lese ich es auch. Also here we go. Und ich freue mich wirklich drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Buch und werde euch mitteilen, ob es dann den Hype wert ist. So, dann kommen wir. Ah ja, zur nächsten Frage. Hast du ein Buch, das ein Spontankauf von dir war? Ja, ich kaufe nicht sehr oft spontane Bücher, aber ich habe eins, das habe ich mir auch im Urlaub in Quedlinburg spontan gekauft. Und zwar ist das dieses hier, Messias oder Der Messias von Friedrich Gottlieb Klopstock. Ich hoffe, es war jetzt Gottlieb. Ich vergesse immer, ob er Gotthold oder nein, Gottlieb. Friedrich Gottlieb Klopstock, ein Schriftsteller, Dichter des 18. Jahrhunderts, sehr, sehr wichtig für die Epoche, sehr, sehr wichtig für Dichter wie Schiller, Goethe, ich glaube sogar noch Lessing. Viel diskutiert in seiner Zeit, sehr, sehr angesehen in seiner Zeit, auch kritisiert. Es gab Klopstock-Gemeinden. Vielleicht, wenn ihr Goethes Werther gelesen habt, dann erinnert ihr euch an diese Klopstock-Stelle, wo einfach nur zwei Leute Klopstock sagen müssen und sie erkennen einander, dass sie die gleiche Gesinnung haben quasi. Und heute kaum noch bekannt, glaube ich. Also es sei denn, man studiert Germanistik oder ist Werther-Fan, so wie ich. Und ich hatte mich vorher auch nie viel mit Klopstock beschäftigt, wusste nur, er existierte und war irgendwie wichtig. Und er ist aber in Quedlinburg geboren und da gibt es ein Klopstockhaus und eine kleine Ausstellung und da war ich und das war sehr, sehr interessant. Und sein bekanntestes Werk ist eben Der Messias. Das ist eine Art, ja, wie es liest sich, also es ist jetzt nicht wirklich richtig lesbar, wie ich finde. Es ist so eine Art wie ein Kirchengesang. Also es ist natürlich ein religiöser Text, sagt ja der Name schon. Und es gibt verschiedene Gesänge. Ich finde der zweite Gesang ist, glaube ich, noch am besten lesbar, so das, was ich schon so quer gelesen habe. Es ist aber eine sehr interessante Sprache. Ich mag eh die Sprache des 18. Jahrhunderts. Das ist immer noch mal ein bisschen anders. Ich finde Klopstock unglaublich interessant und habe mir das tatsächlich einfach so mal, um ein bisschen quer zu lesen, auch gekauft. Und was ich unbedingt suche, also falls ihr wisst, ob es eine gute Ausgabe dazu gibt. Ich suche Briefwechsel von Klopstock, vor allen Dingen mit seiner ersten Frau beziehungsweise den Verlobungsbriefwechsel mit seiner ersten Frau. Also da war sie noch nicht seine Frau, logischerweise, die auch schon relativ früh gestorben ist. Und ich habe schon mal ein bisschen gegoogelt, aber zu Klopstock gibt es wirklich nicht viel und wenn, dann nur antiquarisch und tatsächlich noch sehr teuer. Also falls ihr etwas wisst oder etwas zu Hause habt und es loswerden wollt, denkt an mich. Klopstock, sehr interessant. Spontankauf, über den ich mich auch immer noch sehr freue. Dann die Frage Nummer 10. Gibt es ein Buch auf deinem Sub, das bereits verfilmt wurde oder noch verfilmt werden soll? Ja, also ich glaube tatsächlich mehrere von den Klassikern ist ja oft, dass das verfilmt wird. Berlin-Alexanderplatz habe ich euch schon gezeigt. Das ist mehrmals schon verfilmt worden. Und was ich vor kurzem erst gesehen habe, ist Transit in der Adaption von Christian Petzold. Sehr, sehr gut hat mir dieser Film gefallen. Der versetzt diese Geschichte in die Moderne, ohne sie wirklich in die Moderne zu versetzen. Es ist wirklich, also ich fand den Film sehr, sehr gut. Petzold E. ist jetzt irgendwie stark in meinen Fokus gerückt. Und ja, Transit von Anna Seghers steht auch schon lange auf meiner Liste. Der Film hat das jetzt nochmal sehr, sehr deutlich hervorgebracht und ich freue mich darauf sehr. Anna Seghers ist ja auch so ein Klassiker, der sowieso mal irgendwie auf die Liste gehört, wie ich finde. So, dann haben wir Frage Nummer 11, die sich irgendwie so ein bisschen mit Frage Nummer 5 doppelt, finde ich. Hast du Spin-Offs auf dem Sub oder Fortsetzungsbände? Also ja, habe ich euch ja schon gezeigt.
Elena Ferrante. Und dann zeige ich euch jetzt einfach nochmal eine andere Reihe. Da habe ich auch den dritten Teil da, nämlich von der Raven Boys-Reihe von Maggie Stiefvater. Ich lese die Reihe auf Deutsch. Und der dritte Band heißt Was die Spiegel wissen. Eine Fantasy-Reihe, die mir bisher sehr gut gefällt, obwohl es um Teenager geht. Aber die alle verschiedene Fähigkeiten haben, die sie auch erst nach und nach entdecken. Und sie sind auf der Suche nach einem mittelalterlichen Artefakt, der das auch nochmal besondere Kräfte hervorrufen soll. Und das ist alles so ganz ruhig erzählt und so total schöne Urban Fantasy. Und ich bin sehr, sehr begeistert und ich freue mich auch schon sehr auf den dritten Band. Dann die Frage Nummer 12. Hast du ein Ratgeberbuch, von dem du dir eine Veränderung in deinem Leben erhoffst? Ich lese keine Ratgeberbücher. Ich lese zwar jetzt tatsächlich auch ab und zu mal ein Sachbuch, aber so richtige Ratgeberbücher eigentlich nicht. Wenn man jetzt Exit Racism vielleicht als Ratgeberbuch nimmt, das möchte ich unbedingt noch lesen, habe ich aber noch nicht hier. Und ich glaube schon, dass das auch noch mal einiges bei mir verändern wird. Was ich aber schon angefangen habe zu lesen und wofür ich Franka von Franka dazwischen von dem BookTube-Kanal sehr, sehr dankbar bin, dass sie das vorgestellt hat in einem ihrer Lesemonate, glaube ich, oder auch in einem Tag, ist dieses Buch hier von Liv Strömquist, Der Ursprung der Welt. Und darin geht es um, ja, alles rund um die Vulva. Also geschichtliche Fakten zu ihr und medizinische Fakten und alles darum. Und es ist so eine, ja, eine Graphic Novel, sagt man, glaube ich, ne? Also so in Comicform verfasst. Ich habe das nur angefangen zu lesen und habe schon Dinge gelesen, wo ich dachte, what? Das haben die früher gemacht und solche Dinge. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, da wird mir noch einiges Erhellendes widerfahren, ja, begegnen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und ja, das verändert vielleicht ein bisschen mein Leben und meine Ansicht. So, und dann kommen wir schon zur letzten Frage. Und die ist die gruseligste von allen. Die fragt nämlich nach der Anzahl der Bücher auf meinem Sub. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, weil mein Regal immer noch nicht vollständig ordentlich sortiert ist. Ich habe angefangen, es umzuräumen. Deswegen liegen jetzt viele Bücher auf dem Boden und manche Subbücher verstecken sich noch im Regal. Und ach, ich würde aber schätzen, es sind so um die 100. Ungefähr. Ich hoffe, es sind nicht viel mehr. Genau. Und das war dieser Tag. Ich hoffe, er war spannend für euch. Für mich war er schon nochmal interessant, weil ich so auch mit Erschrecken festgestellt habe, was für Subbücher sich überall bei mir noch so verstecken. Aber eben auch, wie interessant mein Sub eigentlich ist. Und genau, wie sehr ich mich darauf auch freue, ihn zu belesen. Und was mich wirklich sehr interessieren würde von euch, ist, wie viele Bücher habt ihr denn auf eurem Sub? Vielleicht fühle ich mich da nicht mehr so allein mit all diesen vielen, aber ich glaube, das ist ein Problem von uns allen, oder? Dass wir einfach einen großen Sub haben. Und inzwischen bin ich auch schon so ein bisschen friedfertiger mit meinem Sub. Ich denke mir dann so, ja, es ist okay. Es ist okay, dass ich den habe. Und genau, ich würde diesmal ganz gerne Leute taggen. Und zwar einmal Franka, wenn du Lust hast. Ich würde mich sehr freuen, das würde mich sehr interessieren. Der Sub von Lebensacher von Bookmarkt würde mich auch sehr interessieren. Beschäftigt sich ja eh in ihren Videos die Rache des Subs intensiv mit ihrem Sub. Und vielleicht, liebe Sarah, hast du Lust, diesen Tag zu machen. Max, falls du Lust hast, ich gucke deine Tags immer so gerne. Also ich würde mich freuen. Norman von Notizhefte würde ich mich auch sehr freuen, weil ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, was du auf deinem Sub hast. Und dann sage ich noch, ich glaube, Carina. Carina, das würde mich auch total interessieren, was du auf deinem Sub noch zu liegen hast, weil das sich, glaube ich, ja, ich glaube, das würde mich sehr interessieren. Und von euch allen anderen würde es mich auch interessieren, Sophie und Anne und wen ich noch gucke, Caro. Also wenn ihr Lust habt, das zu machen, dann macht das gerne. Und wenn ihr keine Lust habt, dann macht nicht. Das ist auch völlig in Ordnung. Und ansonsten wünsche ich euch einfach noch schöne Stunden, schöne Lesestunden vor allen Dingen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.